So. Guten Morgen. Grischa, du warst am letzten Sonntag gegen Köln unzufrieden oder nicht ganz zufrieden, besser gesagt. Jetzt hattest du ein paar Tage frei, bist du drüber hinweg? Ja, also man muss ja auch irgendwann abschließen mit den vergangenen Spielen. Deswegen haben wir jetzt Köln nochmal aufgearbeitet, haben angesprochen, was die Fehler waren, was man besser machen muss. Von dem her habe ich das Spiel abgehakt. Wie hast du denn deine freie Zeit verbracht? Ich bin hier in Berlin geblieben. Ja, hatte noch ein bisschen was zu tun in meiner Wohnung, habe mich mit ein paar Jungs aus der Mannschaft getroffen, von dem her relativ entspannt, Füße hochgelegt, mal nichts gemacht, tut mir auch ganz gut. Steht das Derby an, man liest ja überall, für euch ist es mehr oder weniger ein Spiel um drei Punkte, für den Verein geht es um die Stadtmeisterschaft, aber wie geht es denn den Union-Fans, für die es jetzt hier tatsächlich um die nächsten sechs Monate im Büro geht, dass sie da mit breiter Brust täglich reinkommen können gegen die Hertana? Spielt man auch für die? Definitiv, also wir spielen natürlich auch zum Großteil für die Fans, für die Angestellten, die vielleicht einen Hertha-Fan nebendran sitzen haben. Ja, dass wir nach dem Wochenende denen vielleicht ein paar schöne erste Arbeitstage bescheren können, dass sie ein bisschen sticheln können. Von dem her werden wir alles reinhauen, werden Gas geben, hoffen natürlich, dass wir gut unterstützt werden, wie sonst auch immer. Und dann ja, einen Derby-Sieger hier aus Köpenick haben. Danke. Gerne. Ja! Ja, Herr! Ja!